Aktivisten versenkten heute im Hafen von Reykjavik mehrere Schiffe der isländischen Walfangflotte. Sie behaupten, auf die Wale werde unter dem Vorwand wissenschaftlicher Forschungszwecke illegal Jagd gemacht. Alle glauben, ich hätte etwas mit dem Versenken der Schiffe zu tun. Peter Brown ist schuld, der war's. Das ist jetzt 25 Jahre her und die Leute schütteln mir immer noch die Hand dafür. Aber fürs Protokoll, mit dem Versenken dieser Schiffe hier habe ich nichts zu tun. Ich weiß aber, wer es war. Einer der Ruhmreichen ist Paul Watson. Er ist der Chef der Sea Shepherd Conservation Society. Viele nautische Unfälle gehen auf seine Kappe. Das gehört zu seinem Metier. Sie befinden sich in einem Walschutzgebiet und beteiligen sich an illegalen Aktivitäten. Verlassen Sie sofort diese Gewässer. Watson ist studierter Militärhistoriker. Er sieht mit seinen Stiefeln und der Uniform ein bisschen aus wie ein dicklicher General Patton. Und genau wie Patton liebt er alle Arten von Kanonen. Die Erfolgsshow Whale Wars hat uns zwar jüngst berühmt gemacht, aber ich möchte daran erinnern, dass wir das nun schon seit über 30 Jahren machen. Ich kann den Hafen nicht ansteuern. Ich bin schon ganz auf Steuerbord. Ich muss wissen, wohin. Im Fernsehen wurde ich als Arschloch dargestellt. Verlass dir bitte die Brücke, die Fenster beschlagen schon. Als ich sauer wurde und den Schnaps über Bord warf, schmiss man mich aus der Show. Ist das zu glauben? Für dieses Jahr beende ich meinen Dienst am Planeten. Ich habe mich dem Öko-Abenteuer 1982 angeschlossen. Aber Pauls Leidenschaft für die Rettung der Wale begann schon viel früher. Bereits mit 10 Jahren sabotierte er in seiner Heimatstadt Biberfallen. Der Rest ist Geschichte. Wirklich berühmt wurde er, als er sich zusammen mit dem Aktivisten Bob Hunter vor einen kanadischen Eisbrecher stellte, um gegen die Jagd auf Sattelrobben zu demonstrieren. Das Schiff hielt an, die beiden überlebten. Dieses einschneidende Ereignis wird von vielen als Geburtsstunde der modernen Umweltschutzbewegung angesehen. In den folgenden Jahren wurden Hunter und Watson immer berühmter und werden heute in einem Atemzug mit Henri David Thoreau und John Muir genannt. Hunter wurde Bestsellerautor und Nachrichtensprecher für den Fernsehsender City TV in Toronto. Guten Abend, ich heiße Bob Hunter. Willkommen in meiner Sendung. Letzte Woche war ich in China. Watson war zunehmend enttäuscht von der passiven Vorgehensweise von Greenpeace. Er verließ die Organisation und gründete die Sea Shepherd Conservation Society. Ich stieß ursprünglich als Kameramann der NBC dazu. Mir gefiel, was ich sah, und machte mit. Paul fragte mich, ob ich Erfahrungen in der Seefahrt vorweisen könne. Ich erzählte ihm, dass ich als Kind ein Kanu besaß und wurde erster Offizier. Hier waren Griffe dran, bis ich mal einen abbekommen habe. Wenigstens gehöre ich nicht zu denen, die sich auf die Handflächen schreiben, wo Backbord und wo Steuerbord ist. Das funktioniert sowieso nur, wenn man vorwärts fährt. Während Greenpeace nur Schilder schwenkt und Parolen schreit, ertappen wir die Umweltsünder auf frischer Tat und halten sie auf. Wenn nötig, mit Gewalt. Beenden Sie Ihren Piratenwalfang und verschwinden Sie. Hauen Sie ab. Ich nenne das aggressive Gewaltfreiheit. Und wie Whale Wars beweist, kommt das im Fernsehen gut an. Die Sea Shepherd Society ist mit einer Miliz verglichen worden. Aber anstelle von Sturmgewehren und Granatwerfern kaufen wir Schiffe. Egal ob klein oder groß, alle unsere Schiffe können notfalls zu Schrott gefahren werden. Sogar ein U-Boot gehörte zu unserer Flotte. Aber nicht dieses. Das ist nur fürs Foto. Wir hatten nur so ein kleines Mini-U-Boot. Es sah cool aus, hatte aber ein Leck. Schiffe sind in der Anschaffung gar nicht so kostspielig, wie man denken würde. Aber ihre Instandhaltung ist richtig teuer. Wir kaufen nur heruntergekommene Schiffe, aus 2 guten Gründen. Wenn die Küstenwache, und das kommt vor, eines unserer Schiffe konfisziert, bleibt sie auf den Instandhaltungskosten sitzen, bis der Fall geklärt ist. So schreibt es das Gesetz vor. Kaum haben sie unser Schiff konfisziert, wollen sie es meist schon wieder zurückgeben. Aber das lehnen wir dankend ab. Manchmal ist es einfach billiger, ein neues Schiff zu kaufen. Aber der Hauptgrund für die heruntergekommenen Schiffe ist ihre Verwendung. Wir machen Jagd auf Wilderer. Wenn die uns mit vollem Karacho ankommen sehen, begreifen sie, dass sie weitaus mehr zu verlieren haben als wir und machen kehrt. Wenn sie das nicht tun, klasse, mehr Spaß für uns. Die hohen Unterhaltskosten können wir dank der Mithilfe von Freiwilligen schultern. Für das Privileg, bei uns mitmachen zu können, zahlen einige sogar. Es gibt fast nichts, das man mit einem Hammer nicht reparieren könnte. Genau.
Unsere Freiwilligen sind fast alle Veganer, zumindest die Guten. Bei Veganern handelt es sich um hochengagierte, gesunde und starke Menschen, die ständig mies drauf sind. Es wird vermutet, dass ihre nur auf Gemüse basierende Ernährung zu einem Mangel an Serotonin führt, der sie Tag und Nacht auf die Palme bringt. Und ein wütender Veganer ist so viel wert wie eine Kiste voller Sturmgewehre. Die Kehrseite der Veganer sind die vielen Kohlenhydrate. Sie bringen tonnenweise Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln mit an Bord. Sachen, die sich gut lagern lassen und das Überleben sichern, allerdings auf Kosten jeglichen Genusses bei den Mahlzeiten. Ich bin das, was die Veganer einen Barbaren nennen. Wir verstecken Fleisch, Käse und das ganze echte Essen dort, wo die Veganer es nicht finden. Finden Sie doch mal eines dieser Ostereier, geht es gleich über Bord. Wir kochen, wenn die Veganer schlafen. Glauben Sie mir, das ist sicherer so. Viele unserer Freiwilligen sind Frauen. Ich finde das gut, denn Frauen haben mehr Rückgrat. Nach einem Monat auf See jammern die Männer bereits und wollen nach Hause. Den Frauen dagegen geht es prima. Sie sind aggressiver, das können Sie mir glauben. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber das hier ist kein Romantikurlaub. Die ständige Kotzerei ist ein echter Stimmungskiller. Einmal die Woche duschen hilft auch nicht weiter. Der Atem riecht nach Erbrochenem, unter den Armen stinken wir kilometerweit und in den Haaren sammelt sich der Dieselgestank. Trotz des Ruhmes und der Anerkennung, heutzutage hat man es nicht wirklich geschafft, bevor man nicht bei South Park mitgemacht hat. Sind wir knallharte Typen? Ja! Alles klar. Und was machen wir jetzt? South Park beschuldigte uns, die Medien des dramatischen Effektes wegen zu manipulieren. Und wissen Sie was? Die haben recht. Das tun wir. Das gebe ich zu. Ein paar Veganer-Schlappschwänze, die nichts gebacken kriegen und das auch noch hochspielen. Das sind wir. Sie wollen mehr wissen über diese beiden isländischen Walfangschiffe, die ich nicht versenkt habe? Ein wütender Walfänger schickte uns ein Video von den beiden Schiffen plus zwei weiteren, wie sie alle komplett restauriert im Hafen von Reykjavik liegen. Da zeigte uns jemand den Mittelfinger. Watson und ich hatten dieselbe Idee. Warum nicht alle vier Schiffe auf einen Schlag rammen? Also nahmen wir Kurs auf Island. Als wir die Neufundlandbank passierten, ist plötzlich ohne offensichtlichen Grund unser Backbordmotor explodiert. Der Schaden an der Maschine war zu groß, um ihn auf See zu beheben. Mit dem Steuerbordmotor allein brachten wir es gerade mal auf 6 Knoten, bei 90% Ruderlage nach rechts. In einer Welt voller Umwelthelden betrachten viele Paul Watson als eine Art mystischen Heiligen, der von einem Engelsheer geleitet und beschützt wird. In Wahrheit ist er nur ein brillanter Taktiker und Stratege, der manchmal unverschämt viel Glück hat. Ob nun durch Zufall oder durch das Zutun der Engel, als der Nebel sich gelichtet hatte, befanden wir uns inmitten einer Flotte von Umweltsündern. Der Kabeljaufang ist in der Neufundlandbank verboten. Dennoch waren wir umzingelt von Fischkuttern aus verschiedenen Ländern, die sich über dieses Verbot hinwegsetzten. Wir waren in der perfekten Position, um sie aufzuhalten. Es sind solche Begebenheiten, die Watson diese göttliche Aura verleihen. Wenn wir keinen Ärger suchen, sucht der Ärger uns. Während die kanadische Regierung Einheimischen die Fischerei im Gebiet der Neufundlandbank untersagte, gewährte sie ausländischen Flotten freien Zugang. Wir mussten einschreiten. Und dank der glücklichen Umstände konnten wir das auch tun. Bitte verlassen Sie diese Gewässer. Mit nur einem Motor machten wir uns daran, die Fischkutter aus der Neufundlandbank zu vertreiben, indem wir uns ihnen näherten, ihre Ausrüstung sabotierten und in einem Fall auch durch direkten Kontakt, unser Handwerkszeug. Das sind der Tontechniker und ich, wie wir versuchen, den Crash zu filmen, was uns aber nicht gelungen ist. Sind hier irgendwo Engel zu sehen? Darauf kommen wir später nochmal zurück. Watson ist der Mario Andretti der Schifffahrt.
Selbst mit nur einem Motor hatte er es geschafft, sämtliche ausländischen Kutter zu verjagen. Bitte holen Sie Ihre Netze ein und verlassen Sie dieses Gebiet in Anerkennung der Weltcharta für die Natur. Sind Sie von Greenpeace? Nein, das ist kein Schiff von Greenpeace. Bitte unterlassen Sie diese Beleidigungen. Zu Ihrer Information, wir sind von der Sea Shepherd Conservation Society. Over. Das zog sich über mehrere Tage hin. Dabei standen wir stets unter den wachsamen Augen nahezu jeder Behörde, die sich ein Flugzeug leisten konnte. Der kanadischen Polizei, der Luftwaffe sowie, wie üblich, der kanadischen Küstenwache. Aber die Politiker ließen uns nicht verhaften. Wir waren einfach im Recht und das wussten sie. Watson wurde über Nacht zu einem Nationalhelden. Die Öffentlichkeit stand hinter ihm, deshalb dachten die Politiker lieber zweimal über eine Verhaftung nach. Schließlich war es ihr eigenes Verbot, das wir durchsetzten. Watson zu verhaften, wäre, als würde man den Weihnachtsmann hinter Gitter bringen. Die Politiker warteten ab. Sie warteten so lange, bis wir alle Eindringlinge vertrieben hatten. Dann erließen sie den Haftbefehl. Die Küstenwache kam an Bord und nahm Watson in Gewahrsam. Die Crewmitglieder wurden wie unartige Kinder auf ihre Zimmer geschickt. Mir erlaubten sie weiter zu filmen. Ich fragte mich warum, bis sie später alle meine Aufnahmen konfiszierten, um sie als Beweis gegen Watson zu verwenden. Das Schiff wurde abgeschleppt und Watson in Neufundland wegen Rammen eines Schiffes angeklagt. Die Gerichtsverhandlung dauerte 2 Wochen, aber ich will es kurz machen. Als nötigen Beweis für die Verurteilung Watsons sollten meine Aufnahmen des Zusammenpralls herangezogen werden. Aber den hatte ich ja knapp verpasst. Vielleicht hatten wir wirklich Engel mit an Bord. Auf den Aufnahmen sind sie allerdings nicht zu sehen. Und so wurde Watson, obwohl er nicht ganz unschuldig war, freigesprochen. Ich wurde verhaftet, weil ich kubanische und spanische Fangschiffe aus der Neufundlandbank vertrieben habe. Ich wurde wegen dreifacher Sachbeschädigung angeklagt. Das klingt erst einmal harmlos, aber ich hätte 2 Mal lebenslang bekommen. Ich habe niemanden verletzt, aber meinetwegen sind Kuba und Spanien Einnahmen in Höhe von $35 Millionen entgangen. Im sogenannten Kabeljaukrieg haben wir den Sieg errungen. Nach dem Prozess sandte die Fischereibehörde Kriegsschiffe aus, die in den Gewässern der Neufundlandbank patrouillieren und ausländische Fangschiffe vertreiben sollten. Sie übernahm die Aufgabe, die wir zuvor kostenlos gemacht hatten. Wir sind hier im Eis des St. Lorenz-Golfs vor der neufundländischen Küste in Kanada. Jedes Jahr im März kommen Sattelrobben hierher, um ihre Jungtiere zur Welt zu bringen. Das Eis bietet ihnen Schutz vor Haien, Schwertwalen und anderen natürlichen Feinden. Für Millionen von Jahren war dies ein Schutzgebiet für Babyrobben und ihre Mütter. Nur im Eis fanden sie Schutz. Sattelrobben sind für Umweltschützer aus mehreren Gründen eine große Nummer. Sie sind niedlich, schutzlos und werden ohne guten Grund getötet. Wir haben März. 2 ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen warten darauf, die Robben zu begrüßen. Als erstes kommen die Ökotouristen. Sie haben die Robben in ihre Arme und ihr Herz geschlossen. Zu ihnen gehören Filmstars, arbeitslose Reiche und engagierte Umweltschützer. Oh, tut mir leid. Schon gut, das sind wilde Tiere. Nicht alle sind hier, um mit den Robben zu kuscheln. Rettet die Babysattelrobben. Die meisten sind hier, um gegen die zweite Gruppe zu protestieren. Die Robbenjäger. Schluss mit dem Robbentöten. Robbenjäger sind meistens Fischer, die durch das Kabeljaufangverbot arbeitslos geworden sind. Privatjets und Hubschrauber können sie sich nicht leisten. Sie kommen mit ihren Fischerbooten und folgen dabei der Rinne, die riesige kanadische Eisbrecher für sie freibrechen.
Die Eisbrecher kosten Zehntausende von Dollar pro Einsatztag, finanziert mit kanadischen Steuergeldern. Die Regierung ist anscheinend bereit, das Geld dafür auszugeben. Schließlich war sie es, die den Fischfang verboten hat. Mit an Bord ist eine Gruppe kanadischer Polizisten, die all diejenigen verhaften, die der Robbenjagd in die Quere kommen wollen. Angesichts der Kosten für Treibstoff, Eisbrecher und Polizeischutz ist die Robbenjagd eine der teuersten Aktivitäten weltweit. Warum wird sie weiterhin betrieben? Man könnte auch fragen, warum man sich in der Öffentlichkeit einen runterholt. Gott weiß warum. Sie machen es einfach, ohne Unterlass. Irgendjemand muss dem Einhalt gebieten. Staatsfeind Nummer 1 für die Polizei ist Paul Watson, zusammen mit der Crew unseres riesigen Schiffes, der Farley Maud. Die Farley Maud ist ein Nordseekutter mit verstärkter Außenwand, die in der Lage ist, durch Packeis zu fahren. Ein Eisbrecher ist sie nicht, aber stark genug, um uns hierher zu bringen. Wer ist mit Ihnen an Bord der Farley Maud? Die Crew umfasst 25 Leute aus 7 verschiedenen Ländern. Over. Ich habe gehört, dass ein Filmteam mit an Bord ist und einen Film über Sie drehen will. Wir haben etliche Filmkameras an Bord. Das sind die mächtigsten Waffen der Welt. Die Aufnahmen werden um die ganze Welt gehen. Wir werden den Leuten zeigen, was hier passiert. Sucht euch einen Job und hört auf, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da werdet ihr mal einen anderen Blick auf das Leben und auf die Robbenjagd bekommen. Wenn ihr Arbeit hättet, würdet ihr das verdammt nochmal nicht tun. Das ist nur die Anruffrequenz. Over. Sie sagen es. Warum sollte man die Robbenjäger aufhalten wollen? Nun, während die einen gerne mit den Babyrobben kuscheln, gefällt es den anderen, den Jägern, in den Schädel einzuschlagen. Wir tun, was in unserer Macht steht, um dem Abschlachten ein Ende zu setzen. In einem Jahr besprühten wir die Robben mit einer für sie harmlosen Farbe, um ihr Fell für jeden außer ihnen selbst wertlos zu machen. Ich besprühe jetzt diese Robben, Mutter. Die Robben zu besprühen hat sich als wirksam erwiesen. So sehr, dass uns das kanadische Parlament mit Abschnitt 33 Artikel 1 seiner Verordnung zum Schutz der Meeressäuger ins Visier nahm. Kanadische Küstenwache, die Farley Maud erwidert ihren Funkruf. Sie verstoßen gegen Abschnitt 33 Artikel 1 der Meeressäugetierverordnung. Das kanadische Robbenschutzgesetz verbietet jedem, sich einer Robbe in einem Umkreis von 800 Metern zu nähern. Es sei denn, man hat vor, sie zu töten. Das Robbenschutzgesetz schützt die Jäger, nicht die Robben. Und was passiert, nachdem die Robbe ausgeweidet wurde und nur noch ihr Fell übrig geblieben ist? Dank jahrelanger Proteste ist der Verkauf von Robbenfellen in Europa und den USA verboten. Die Gewinne aus den Verkäufen in anderen Ländern decken nicht einmal die Kosten für den Treibstoff, den die Jäger benötigen, um hierher zu kommen. Und garantiert nicht die Kosten für die Eisbrecher. Warum also machen sie weiter? Ich sage Ihnen warum. Es geht um die blutige Orgie. Die Jäger schmieren sich Blut ins Gesicht, betrinken sich und töten aus reinem Vergnügen. Sie wissen sehr wohl, wie dieses Schlachten auf den Rest der Welt wirkt und möchten natürlich nicht, dass ihre Frauen und Kinder sie als blutrünstige Schläger im Fernsehen sehen. Verpisst euch! Sie geben sich die größte Mühe, unsere Kameras zu zerstören, bevor wir zurück aufs Schiff gelangen. Verpisst euch! Zieht Leine! Sie machen sich total lächerlich, wogegen natürlich nichts einzuwenden ist. Wir bestärken das sogar noch. Macht sich gut im Fernsehen. Verpisst euch, ihr Arschlöcher! Ihr Wortschatz beschränkt sich auf 2 Wörter, die Sie ständig wiederholen. Verpisst euch! Sie prügeln auch gerne auf Frauen ein. Das ist nicht nett, aber logisch. Sie schlagen die, die wahrscheinlich nicht zurückschlagen werden. Aus diesem Grund machen Sie wohl auch Jagd auf Robben. Verpisst euch, ihr verdammten Robbenschützer! Wir halten unsere Fahne hoch. Dankeschön. Lisa wurde in den Bauch geschlagen, Jerry ins Gesicht. Mir hatten sie fast den Schädel zertrümmert, direkt auf meine Kamera.
Du hast auch was abbekommen? Er wollte mir wohl beweisen, dass er sich traut, eine Frau zu schlagen. Okay, wer hat Fotos davon gemacht? Er hat meine Kamera. Unsere Crew wurde von Robbenjägern angegriffen. 8 unserer Leute wurden mit Knüppeln und Spitzhacken attackiert. Einige sind verletzt. Die Polizei reagierte darauf, indem sie unsere Leute festnahm und nicht die Angreifer. Ein Großteil der Crew gelangte sicher aufs Schiff zurück. Einige aber wurden festgenommen und an Bord der Eisbrecher geführt. Toll, was mit unseren Steuergeldern geschieht. Unseren Leuten wurde vorgeworfen, sich einer Robbe auf 800 Meter genähert zu haben, ohne sie zu töten. Man ließ sie gegen 1500 Dollar Kaution in Neufundland wieder frei. Die Jagdsaison ist vorbei und man muss sich fragen, haben wir wirklich etwas erreicht? Wir haben Bilder gemacht und sie der Weltpresse weitergegeben. Aber man muss sich auch eingestehen, Jahre sind vergangen und die Jagd geht weiter. Die Frage ist, warum? Es gibt hier keinen wirklichen Markt für Robbenfell. Es muss also einen anderen Grund geben, warum die kanadische Regierung Hunderttausende Dollar pro Jahr für Eisbrecher ausgibt. Ganz zu schweigen von dem Geld für die eingeflogenen Polizisten, die über die 800-Meter-Grenze wachen sollen. Warum das Ganze? Meine Theorie ist folgende. Jedes Jahr nimmt die einheimische Wirtschaft um die 20 Millionen Dollar ein, die Ökotouristen und Demonstranten aus aller Welt mitbringen. Sie alle brauchen Unterkunft, Verpflegung, Benzin und Hubschrauber, die sie aufs Eis bringen. Die Unterbringung der Demonstranten ist für die Einheimischen ein lukrativer Geschäftszweig. Trotz ihrer gut gemeinten Absichten fördern die Ökotouristen damit den grausamen Zeitvertreib der Robbenjagd. Mit den Worten des Comichelden Pogo: Wir haben den Feind getroffen und er ist wir. Und die Robben? Sind sie nicht süß? Sehen Sie noch ein letztes Mal hin. Der Atlantische Grauwal lebte über 30 Millionen Jahre in diesen Gewässern. Ihr Gebiet erstreckte sich von Neuengland über den gesamten Nordatlantik bis rüber nach Schweden. Heute sind sie ausgestorben. Keinen einzigen atlantischen Grauwal gibt es mehr. Unsere Vorfahren haben aus ihnen Kerzen und Korsettstangen gemacht. Dasselbe Schicksal ereilte die pazifischen Grauwale. Sie waren fast ausgestorben, bis die Internationale Walfangkommission ihre Jagd 1949 verbot. Seitdem steigt ihre Zahl langsam wieder an. Durch das Verbot geschah etwas Seltsames und zugleich Wunderbares. Grauwale, die niemals gejagt wurden, freundeten sich mit uns Menschen an. In der mexikanischen Baja-Bucht tauchen die Wale immer mal wieder auf, suchen Augenkontakt und lassen sich sogar streicheln wie riesige Hundewelpen. ...1994 wurden die Grauwale von der Liste der gefährdeten Arten gestrichen. Als das Fangverbot aufgehoben wurde, begannen verschiedene pazifische Indianerstämme wie die Maka, die in der Nia-Bucht in Nordwashington beheimatet sind, den Walfang als Tradition ihrer Vorfahren wiederzubeleben. Sie jagen, um die Tiere zu essen, sagen sie. Aber die Wahrheit ist... Niemand will diese Wale essen. Das Fleisch schmeckt eklig. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, aber sie stinken. Die Maka behaupten, sie wollen lediglich die kulturellen Traditionen ihrer Vorfahren wiederbeleben, die sie mit Stolz erfüllen und den Zusammenhalt stärken. Grauwale wurden einst Teufelsfische genannt, weil sie so schwer zu fangen waren. Heute ist das nicht mehr so. Heute tauchen sie vor einem Walfangkanu auf und erwarten Liebkosungen. Wie groß die Überraschung sein muss, wenn sie stattdessen eine Harpune und 2-3 Kopfschüsse abbekommen. Fühlt sich das gut an? Ja. Weil du hart gearbeitet hast? Ja. Mir geht es nicht um den einzelnen Wal. Das nenne ich Free Willyismus. Mir geht es um die Spezies. Der Tod von 1-2 Walen mag zwar traurig sein, bedroht aber nicht wie der kommerzielle Walfang die gesamte Art. Die Wiederaufnahme des Walfangs durch die Maka hatte eine dunkle Seite. Dank des Hinweises eines befreundeten Aktivisten konnten Watson und Lisa Di Stefano, die Organisatorin der Kampagne, die kriminellen Machenschaften der Maka aufdecken und öffentlich bekannt machen. Das hier ist ein behördliches Dokument, das belegt, dass die Maka vorhaben, eine Verarbeitungsanlage zu betreiben, um Märkte außerhalb der USA zu erreichen. Die Maka hatten bereits eine Lagerhalle angemietet, die in eine Walverarbeitungsanlage umgewandelt werden sollte.
Als Reaktion darauf fielen wir mit einem Großaufgebot in die Nierbucht ein. Mit zwei Schiffen, einigen Schlauchbooten und einem Mini-U-Boot. Unser Flaggschiff sollte als Herberge und Kantine für befreundete Aktivisten dienen. In der Stadt wären sie nicht sicher gewesen. Mit unserem Angriffsschiff wollten wir die Waljagd der Makar stören. Es war dafür bestens gerüstet. Lisa ließ unser Mini-U-Boot so bemalen, dass es aussah wie ein Killerwal, der natürliche Feind des Grauwals. Das Boot sollte die Wale von den Fangkanus der Makar vertreiben. Grauwale hassen Schwertwale, denn sie können ihren Tod bedeuten. Ist der Schwertwal der Killerwal? Ja. Das machen wir nochmal. Leider hatte unser Mini-U-Boot ein größeres Leck. Ein Umstand, mit dem wir die Medien nicht behelligten. Wir haben das Boot trotzdem mitgebracht, weil es einfach cool aussieht. In unserer Welt übertrifft der Schein die Realität. Wie beim Poker kann man mit einem kleinen Bluff weit kommen. Und so hatten wir unseren großen Auftritt in der Nia-Bucht. Die Einheimischen kamen herbei, um uns zu begrüßen, wobei sie sich vor den Medien aber nicht gerade von ihrer Schokoladenseite präsentierten. Schlecht für sie, gut für uns. Verpiss dich, du weiße Schlampe! Ein Typ dachte wohl, er täte seinen Leuten einen Gefallen, indem er den Pier hoch und runter läuft und vor unseren Kameras herausfordernd posiert. Wir nannten ihn Captain Morgan. Am Anfang habe ich geglaubt, das wäre eine klare Sache. Ein Indianerstamm, der Angst vor dem Verschwinden hat und verzweifelt versucht, sein kulturelles Erbe... Aber dann unterhält man sich mit Naturschützern, Leuten, die ihr Leben dem Schutz von Urgesellschaften weltweit gewidmet haben. Und sie erzählen einem, dass das völliger Unsinn sei, dass die Kultur hier nur als Vorwand diene, um Geld zu machen. Die jährliche Wanderung des Grauwals, die durch die Nia-Bucht führt, beginnt im Oktober. In diesem Monat wurde auch die Jagd eröffnet und wir schritten ein. Es ist Freitag, der 2. Oktober, an Bord der Sirenian. Über die Juan de Fuca-Straße fahren wir auf den offenen Pazifik hinaus. Captain Watson glaubt, dass die Makar etwas weiter südlich von hier den ersten Wal seit 70 Jahren töten wollen. Das Gesetz zum Schutz der Meeressäuger ist, so wie es die Küstenwache auslegt, rassistisch. Es verbietet Weißen, Schwarzen und Asiaten, sich einem Wal auf weniger als 450 Metern zu nähern. Die Makar-Indianer sind davon ausgeschlossen. Die Küstenwache setzt zwei große Schiffe, ein Kajütboot, mehrere schnelle Schlauchboote und einen Hubschrauber ein, um diese Rassentrennung weiter zu fördern. Sie hat sich damit zur Privatmarine der Makar und ihrer kriminellen Machenschaften gemacht. Hier arbeiten ihre Steuergelder. Der Ablauf war folgender. Jeden Morgen paddelten die Makar-Jäger hinaus zu einem der vorbeiziehenden Wale. Wir folgten ihnen mit unserem Schiff und die Küstenwache folgte uns, bereit beim kleinsten Vergehen unsererseits einzugreifen. Das Einzige, das wir außerhalb der Bannmeile tun konnten, war es, uns in Erinnerung zu rufen. Diese Jagd ist gemäß Abschnitt 21 des internationalen Walfangabkommens illegal. Wenn ein Wal zu nahe kam, spielte unser Schiff Schwertwalgeräusche ab, um ihn zu vertreiben. Wenn das nicht half, ließen wir den Luftalarm aufheulen. Wenn das den Wal schon nicht verscheuchte, so würde er wenigstens die Makar nerven. Wir bemühten uns redlich, ihnen den Tag zu verderben, ohne dabei das Gesetz zu übertreten. So ging es Tag ein, Tag aus, den ganzen Oktober über. Die Crew saß herum und die Presse langweilte sich. Aber... es funktionierte. Offiziell begann die Jagd am 1. Oktober. In den letzten 31 Tagen haben sie nicht einen Wal gefangen. 5 Wochen schon, ich hab satt. Wir hatten es alle satt. Ich brauchte den Adrenalinrausch einer guten Konfrontation. Aber den bekam ich nicht. Die Medienleute wollten Gewalt und bekamen sie nicht. Sie packten ihre Sachen und reisten ab. Lisas Kamingespräche, am Anfang nur langweilig, ließen das, was von der Crew noch übrig war, ins tiefe Koma versinken. Wir waren schwer beeindruckt von dem, was wir hier tun und das... Wir mussten etwas tun, bevor die Crew einging und die Medienvertreter die Stadt verließen. Paul beschloss, ein Medienereignis anlässlich eines Treffens der Makar zu inszenieren.
Paul hat mir gesagt, ich solle das machen. Ich befolge nur seine Befehle. Ich hatte die undankbare Aufgabe, das Publikum anzuheizen. Ich sollte die Meute aufstacheln, ohne dabei gleich gesteinigt zu werden. Dinah, unsere Maschinistin, begleitete mich freiwillig. Sie glaubte, die Makar-Teenager würden keine Steine auf Frauen werfen. Bringt niemanden um! Sie lag natürlich falsch, aber das war egal, denn wir standen unter dem Schutz von Watsons Engeln. Nichts konnte uns etwas anhaben. Obwohl Dinah und ich leichte Ziele waren und über 100 Steine aus kurzer Distanz auf uns geworfen wurden, bekamen wir keinen einzigen ab. Vielleicht ist Watson doch ein Heiliger. Die Küstenwache hielt uns wegen zu schnellen Fahrens im Hafenbereich an. Ich zeigte ihnen meine Steinesammlung und deutete an, dass ein Richter wohl gar nicht begeistert davon wäre, dass die mächtige US-Küstenwache uns einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens ausstellt, während sie hunderte von schweren Steinwurfattacken auf uns ignoriert. Nach kurzer Bedenkzeit hauten sie ab. Die Menge war nun schon ziemlich aufgebracht. Watsons nächste Provokation war es, Lisa auf das Privatgelände der Makar zu schicken. Mutig, was sie da macht. Das Gebiet um den Hafen herum gehört den Makar. Lisa sollte wegen Landfriedensbruch verhaftet werden, damit die Presse was bekam, über das sie berichten konnte. Aber als sie näher kam und die rassistischen Sprüche zu hören bekam, hatte sie plötzlich Zweifel an ihrer Rolle als Opferlamm. Was ist deine Entschuldigung, Süße? Weiße Schlampe! Deine Haut ist so weiß, voll hässlich! Im letzten Moment machte Lisa einen Rückzieher. Doch nach ein paar aufmunternden Worten... Du musst zurück zum Anleger. Spring jetzt einfach auf diesen verdammten Anleger. Alle Kameras sind auf dich gerichtet. Peter, sie ist jetzt drauf. Verhaftet. Die Makar haben mich eingeladen. Sie haben Landfriedensbruch begangen. Einer von uns wurde angegriffen. Er tut mir weh. Sie haben einen von uns ins Wasser geschmissen und sie machen nichts, außer uns zu schikanieren. Einer von uns wurde mit einem Stein attackiert und er weigert sich, sie festzunehmen. Ich bin mir sicher, dass Officer Stevenson nur die Befehle der Makar befolgte. Um Lisa zum Schweigen zu bringen, wendete er sogar den Vulkaniergriff an. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass es den nur im Fernsehen gibt. Gehen Sie zurück! Irgendjemandem gelang es, Lisa mit Blut zu beschmieren, was ihr einen Platz in den Abendnachrichten aller größeren Fernsehsender im In- und Ausland garantierte. So weit, so gut. Aber Watson wäre nicht Watson, wenn er nicht einen weiteren Trumpf im Ärmel gehabt hätte. Die gesammelte amerikanische Medienmacht ist vor Ort. ABC, NBC, Good Morning America. Aber viel Glück hatten sie dort drüben im Reservat der Makar nicht. NBC wurde von der Makar-Polizei des Anlegers verwiesen, weil es sich um Privatgelände handele. Deshalb sind jetzt alle hier auf der Sea Shepherd, um mit Kapitän Watson zu sprechen. Während Lisa auf die Polizeistation gefahren wurde, manövrierte Watson die Abby einen Steinwurf entfernt an den Pier heran. Buchstäblich. Es bedarf eigentlich keiner besonderen Weitsicht, um zu begreifen, dass man niemals Steine auf seine Unterstützer werfen sollte. Das gehört zum gesunden Menschenverstand. Aber davon besaßen Captain Morgan und seine Freunde wohl nur sehr wenig. Stevenson, ich weiß ja, dass Sie das Gesetz wenig kümmert. Aber schauen Sie doch einfach mal dort rüber, wie Sie uns mit Stein bewerfen. Mehr brauchten Sie nicht. Die Presse verschwand, um ihre Bänder hochzuladen und ihre Geschichten zu schreiben. Im folgenden Frühling gelang es dem Makar, einen Wal zu töten. Einen Wal. Alle Sender berichteten ausführlich darüber, dank unserer Aktionen im Jahr davor. Angesichts eines solchen Medienrummels konnten die Makar den kommerziellen Walfang nicht wie geplant wieder einführen.
In dieser Hinsicht waren unsere Aktionen in der Nia-Bucht ein voller Erfolg. Für ihren heldenhaften Einsatz im Hafen wurde Lisa mit einem Pullover der Weltwahlpolizei belohnt. Die höchste Auszeichnung, die ihr die anderen Crewmitglieder machen konnten. Er ist zu groß. Insgesamt habe ich 106 Steine in meinem Schlauchboot gezählt. Tausende sind auf dem Deck unseres Schiffes gelandet. Ich verschenke sie an Freiwillige und Sponsoren. Von allen Umweltsünden, die in den Meeren dieser Welt begangen werden, ist die Treibnetzfischerei die schlimmste. Bei den Atombombentests auf dem Bikini-Atoll in den 50er Jahren wurden viele Fische getötet. Aber im Vergleich mit dem Schaden, den die Treibnetzfischerei anrichtet, war das gar nichts. Ein Treibnetz wird wie ein Vorhang an Auftriebsbojen befestigt. Die meisten sind 10 Meter tief, aber sehr lang. Ein einzelnes Netz kann zwischen 65 und 280 Kilometer reichen. Wie eine Erfindung aus einem Science-Fiction-Film säubern sie die Meere von allem, was darin lebt, bis zu der Tiefe, die sie erreichen. Ausgeworfen werden sie bei Tag und bleiben dann über Nacht im Wasser, wenn die Fische zum Fressen nach oben kommen. 24 Stunden später kehren die Schiffe zurück, um die Netze einzuholen. Arbeiter ziehen die Netze aus dem Wasser, leeren sie aus und werfen sie am Heck zurück in die Gischt. Das machen sie Tag für Tag, Monat für Monat, bis das Gebiet völlig leer gefischt ist. Die japanisch-taiwanesische Treibnetzflotte umfasst 1800 Schiffe. Geht man von einem mindestens 65 Kilometer langen Netz pro Schiff aus, kann die Flotte an einem Abend genug Netze auswerfen, um den Globus 2,5 Mal zu umspannen. Treibnetze hätten innerhalb einiger Jahre das gesamte Meeresleben auslöschen können, hätte ihnen niemand ein Ende gesetzt. Die Treibnetzfischerei ist ein großes Problem für alles Leben in den Meeren. Es war sehr schwierig für uns, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Es war wie immer kein Problem, eine Crew für die Treibnetzkampagne zusammenzukriegen. Wir hatten Freiwillige aus verschiedenen Ländern an Bord. Nur die Medien ignorierten uns. Mit zwei Schiffen stachen wir in See, der großen schwarzen Sea Shepherd 2 und unserem Angriffsschiff, der Edward Abbey. Die Abbey ist schnell, aber nicht unbedingt für weite Strecken ausgelegt. Um Treibstoff zu sparen, nahmen wir sie in Schlepptau und stachen in See. Watson setzte ein X auf die Karte und weg waren wir. Die Küstenwache behielt uns fast die ganze Zeit im Auge. Ich glaube, die mögen uns. Ich hatte noch keine guten Aufnahmen von ihren Flugzeugen machen können. Also bat ich sie, nochmal an uns vorbeizufliegen. Das machten sie auch. Vorbeifahrende Schiffe, um Informationen zu bitten, hilft zwar selten weiter, aber den Versuch ist es wert. Haben Sie irgendwelche Fischerboote gesehen? Nein, negativ. Die haben keine gesehen. Fremde geben meist niemandem Auskunft, der eine Piratenflagge gehisst hat. Eines Tages kamen wir an einer russischen Marineoperation vorbei. Die Russen bliesen Rauch in die Luft, um ihre Aktionen geheim zu halten. Sie schienen aber zu wissen, wer wir waren und was wir vorhatten. Wir sind Umweltschützer und wir sind hier, um die Japaner davon abzuhalten, Robben, Vögel, Delfine und Wale in ihren Netzen zu fangen. Over. Roger, wir sind schwer beeindruckt. Sie haben sich ein sehr ehrbares Ziel gesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg bei Ihrem Beruf. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Vielen Dank.
Wenn irgendwo Treibnetzfischer in der Nähe wären, würde die russische Marine mit Sicherheit wissen, wo sie sich aufhalten. Aber während einer geheimen Militäroperation kann man keine Auskünfte erwarten. Landratten haben keine Vorstellung, wie groß der Ozean ist. Ein Schiff irgendwo im Pazifik zu suchen, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber kein Problem für uns, denn wir hatten etwas Besseres als ein GPS. Wir hatten Watson. Leute, die glauben, dass Watson himmlische Unterstützer hat, verweisen normalerweise auf seine verblüffende Fähigkeit, die bösen Jungs aufzuspüren. Dafür braucht er keine Sonarbojen, Satelliten, Luftüberwachung oder dergleichen. Wenn man ihn fragt, wo es lang geht, zeigt er in eine Richtung und sagt, da lang. Wenn wir nah dran sind, weiß er, wo sie sind. Bob Hunter sagte einmal, Watson spüre die Nähe der Dinge. Andere Umweltschutzgruppen durchkämmten das Meer, ohne jemals auf Treibnetzschiffe gestoßen zu sein. Paul ist jetzt das dritte Mal draußen und hat immer welche gefunden. Eines Morgens, etwa 1000 Meilen nördlich von Hawaii, befahl Watson, die Abby startklar zu machen. Irgendwoher wusste er, dass unser Ziel nah war. Als Kapitän der Abby war es meine Aufgabe, vorzufahren und Watsons Instinkt nachzugehen. Natürlich fand ich bald eine Boje, die das Ende eines Treibnetzes markierte. Ganz in der Nähe sah ich das Schiff, das noch dabei war, das Netz auszuwerfen. Das erste von mehreren in dieser Gegend. Sehen Sie gleich im zweiten Teil von Paul Watson, Bekenntnisse eines Ökoterroristen. Der Kampf der Aktivisten gegen die schlimmsten Umweltsünder der Welt geht weiter. Sie werden angegriffen, beschossen, gerammt und beleidigt. Wie sieht ihr Alltag an Bord aus? Und können die Piraten die Ozeane retten? Das ist die japanische Gen Imaru Nummer 68. Sie wirft ihre Netze aus. Over. Okay, verstanden. Wir fahren jetzt in Richtung der Boje. Wir sind in 8 bis 9 Minuten da. Dann bremsen wir ab und holen die Netze an. Over. Hey Mark, wir haben die Boje erreicht, zu der uns die Abby gelotst hat. Wir bereiten unsere Werkzeuge zum Einholen der Netze vor. Wir sind jetzt also auf dem Weg zum Ende des Netzes. Treibnetze werden auch Vorhänge des Todes genannt. Sie töten alles, was sich in ihnen verfängt. Über die Hälfte des Fangs wird zurück ins Meer geworfen. Das Verhältnis zwischen dem eigentlichen Fang und unerwünschtem Beifang liegt bei 50%. Alle an Bord wollten an der Zerstörung des Treibnetzes teilhaben. Es war, als würde die Flagge auf Iwo Jima gehisst. Im Beifang befinden sich für den Markt wertlose Fische, Vögel, Delfine, Schildkröten, Haie und so weiter. Niemand weiß, wie viele Meeressäuger sich in diesen Netzen verfangen. Nachdem die Netze herausgeholt waren, wollten wir der Treibnetzfischerei ein für alle Mal ein Ende bereiten. Hier spricht die Sea Shepherd. Halten Sie Ihre Motoren an, Ihnen wird nichts geschehen. Die Leute fragen uns immer wieder, wie wir damit durchkommen. Schiffe auf hoher See zu rammen, ist zweifellos verboten. Ich habe da so meine Theorie. Ich glaube, die Marineorganisationen dieser Welt sind froh, dass es uns gibt. Wir tun, was sie gern tun würden, aber aus politischen Gründen nicht dürfen. Wie die Russen, die wir passierten und die uns während ihres Kriegsspiels anfeuerten. Die Marine sieht mit ihren Satelliten dabei zu, wie wir Treibnetzschiffe rammen und wünscht sich, sie könnte es uns gleich tun. Solange wir niemanden verletzen, schaut man höflich weg. Warum müssen Sie die Schiffe rammen? Können Sie nicht mit den Leuten reden und sich irgendwie einigen? All unsere Versuche zu verhandeln sind gescheitert. Wir konnten sie nicht aus dem Nordpazifik vertreiben. Sie werfen bis zu 2 Millionen Meilen Netz pro Saison aus. Deshalb hat Kapitän Watson beschlossen, dass die Zeit der Verhandlungen vorbei ist. Wir werden jetzt einschreiten und das auf unsere Weise kommentieren. Over.
Jeder von Nelson Mandela bis Gandhi hat verstanden, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man keine andere Wahl hat, als in den Krieg zu ziehen. Die oberste Richtlinie der Sea Shepherd-Organisation ist, dass niemand in Gefahr gerät. Wir versenken keine Schiffe auf offener See oder riskieren Verletzte. Aber wir versuchen, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem wir die Maschinen rammen, mit denen sie die Netze einholen. Sie befinden sich praktischerweise direkt an der Seite des Schiffes. Wir sind gleich an ihrem Netz. Watson bläst das Horn, um sie auf uns aufmerksam zu machen. Abbruch! Die Crew des feindlichen Schiffs kam an Deck, was sie in Verletzungsgefahr brachte. Watson sah sich im letzten Moment gezwungen, die Aktion abzubrechen. Die sind einfach nicht abgehauen. Ich musste im letzten Moment abdrehen. Ich hätte sie nicht rammen können. Wir müssen wohl aufgeben. Wir können es nicht durchziehen. Sie sind weg. Keine Sorge, da sind noch mehr Schiffe vor uns. Das nächste Schiff der Flotte ergriff die Flucht. Abby, was ist da los? Ich versuche, sie zu zwingen, langsamer zu fahren. Over. Ich fuhr mit der Abby vor dem Treibnetzschiff hin und her, um es auszubremsen. So hatte die Sea Shepherd mit ihren maximal 8 Knoten eine Chance aufzuholen. Treffer, hier spricht Paul Watson. Schön, Sie kennenzulernen. Wir haben Sie erwischt. Ich habe gehört, Sie haben bereits einige Zusammenstöße verursacht und haben jetzt, beziehungsweise die Sea Shepherd hat ein japanisches Fischerboot gerammt. Ist das richtig? Over. Ja, wir haben sie gestern 1000 Meilen nördlich von Hawaii eingeholt. Der Captain in seiner unendlichen Weisheit beschloss, 2 von ihnen zu rammen. Niemand an Bord hat ein schlechtes Gewissen, diese Typen zu rammen. Im Gegenteil, es ist uns ein Vergnügen. Aber wir müssen uns eingestehen, der Schaden, den wir angerichtet haben, war für die 1800 schiffstarke Flotte völlig unbedeutsam. Ein paar Maschinen zu versenken, legt nicht die gesamte Industrie lahm. Aber das hatten wir auch gar nicht vor. Wir wollten Aufmerksamkeit erregen. Bob Hunter nannte das Meinungsbomben für die Medien. Unsere Bilder machten Quote, die Leute sahen hin. Und Treibnetze wurden weltweit verboten. Hier und da gibt es immer noch Treibnetzschiffe. Aber heutzutage sind ihre Aktivitäten illegal. Das heißt, dass sie sich wie Drogenbosse nicht an eine offizielle Beschwerdestelle richten können, wenn jemand wie wir sie, absichtlich oder nicht, rammt. Vor ein paar Jahren lud ein norwegischer TV-Produzent Paul Watson ein, an einer Fernsehdebatte in Norwegen teilzunehmen. Watson war zu der Zeit gerade in Deutschland und hätte wie jeder andere nach Oslo fliegen können. Aber Watson ist, wie er ist. Und so lieh er sich das Schiff Whales Forever von einer deutschen Umweltgruppe aus, informierte die Presse und setzte Kurs auf Norwegen. Ein paar Jahre zuvor hatte Watson sich damit gerühmt, 2 norwegische Walfangschiffe versenkt zu haben. Die Norweger stellten ihn in Abwesenheit vor Gericht und sprachen ihn schuldig. Er wurde zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. In den Augen der norwegischen Regierung war Watson ein Flüchtiger. Mittlerweile zog er überall, wo er hinging, die Paparazzi an. Weil sie eine Promi-Verhaftung witterten, stapelten sich Journalisten aus England, Frankreich, Deutschland, den USA, Kanada und 6 anderen Ländern an Bord. Jeder wusste, dass die norwegische Regierung hinter Watson her war. Aber niemand hätte für möglich gehalten, wie weit sie gehen würde, um ihn hinter Gitter zu bringen. Die Norweger beschlossen nicht zu warten, bis Watson in Oslo an Land ging, sondern ihn noch auf See zu verhaften. Sie schickten die Andenes raus, das damals zu den größten Kriegsschiffen der norwegischen Marine gehörte. Ich
Ich setze Sie darüber in Kenntnis, dass die norwegische Regierung plant, Sie festnehmen zu lassen. Sie werden in den nächsten Hafen gebracht. Norwegen wird alle nötigen Mittel ergreifen, um Ihr Schiff zu übernehmen. Wenn ich mein Schiff eh verliere, dann können Sie auch rauskommen und es sich holen. Ich lasse es lieber untergehen, als es Ihnen zu überlassen, Over. Wir haben Torpedos und Flugabwehrgeschütze an Bord. Das ist schon ein ziemlich großes Kriegsschiff. Aber ich glaube nicht, dass Sie Torpedos auf uns abfeuern werden. Wir werden sehen. Der Kapitän der Andenes beging einen taktischen Fehler nach dem anderen. Der erste war es, uns am Bug zu schneiden. Damit zwang er uns, in norwegische Gewässer zu fahren, wo die Andenes die Hoheitsrechte besaß. Wir erreichten gerade dieses Gebiet, als uns die Andenes informierte, dass wir norwegische Hoheitsrechte verletzen. Wir konnten unsere Position mittels GPS auf den Zentimeter genau beweisen. Eine Durchsage an alle. Wir sind 12,5 Meilen vom norwegischen Festland entfernt. Dann versuchte die Andenes, unsere Schiffsschraube zu blockieren, indem sie ein Seil unter unser Schiff zog. Ein Trick, auf den wir selbst manchmal zurückgreifen, um japanische Walfänger zu stoppen. Die Crew ist gerade dabei, die Seile einzuholen. Wir konnten sie kappen, aber sie sind noch unter dem Schiffsrumpf und um das Ruder herum verteilt. Ich verstehe nicht, was er da macht. Er wartet ab, obwohl das der richtige Zeitpunkt wäre, uns anzugreifen. Aber er bewegt sich nicht. Das Seil verfehlte unsere Schiffsschraube, blockierte aber unser Ruder dermaßen schwer, dass wir Probleme hatten, das Schiff zu steuern. Das war für die Andenes der willkommene Moment, um anzugreifen. Mit einem Warnschuss über dem Bug eröffnete der Kapitän das Feuer. Hier spricht die Wales Forever. Wie ich sehe, beginnen Sie auf unser Schiff zu feuern. Over. Suchen Sie sich Schutz und bringen Sie die Leute in Sicherheit. Wir halten Sie jetzt auf. Diejenigen von uns, die schon mit Watson unterwegs waren, wussten, dass wir nichts zu befürchten hatten. Irgendwie würden wir es schon schaffen. Aber alle anderen machten sich vor Angst in die Hose. Wir waren wie ein verletztes Reh, auf das man nur noch schießen musste. Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst um die Leute an Bord. Ich bin der Sanitäter. Sie haben uns gewarnt, dass sie schießen und notfalls auch Menschen töten würden, um das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Sie übernehmen dafür die Verantwortung. Und Sie waschen Ihre Hände in Unschuld, Herr Pontius Pilatus? Aber wenn Sie schießen und irgendjemanden hier verletzen, tragen Sie die Verantwortung. Over. Lisa wurde panisch. Über Funk rief sie die Sea Shepherd Zentrale an und befahl, das US-Außenministerium zu informieren. Die wollen das Feuer auf uns eröffnen. Kapieren Sie das oder ist es Ihnen egal? Over. Ich stelle Sie zu unserer Überseenotrufnummer durch. Bitte beeilen Sie sich. Ich sehe eine Kanone, die auf uns gerichtet ist. Wir waren in internationalen Gewässern unterwegs und bitten nun um Geleitschutz. Die haben auf uns geschossen. Die haben nicht über unseren Bug gezielt, die haben direkt auf uns geschossen. Sie haben uns dort getroffen. Setz einen Notruf ab, die norwegische Marine greift uns an. Sprechen Sie das bitte mit Ihrem Vorgesetzten ab, bevor Sie sich völlig zum Idioten machen und noch jemanden umbringen. Ich bin im ständigen Kontakt mit meinem Vorgesetzten. Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, das Außenministerium ist jetzt dran. Ich verbinde Sie. Die feuern auf uns. Verstehen Sie das? Wurde auf Sie jemals gefeuert? Die lachen über uns. Sie glauben uns das vielleicht nicht, aber Sie werden dumm dastehen, wenn die uns umbringen. Ruf die französische Botschaft an. Plötzlich funkte uns ein norwegischer Nachrichtensender an und bat um ein Interview mit Paul. Ich verbinde Sie jetzt mit dem Studio. Dann sind Sie live auf Sendung, okay? Eine ganz einfache Frage. Was haben Sie heute zum Frühstück gegessen? Ja, da ist es wieder. Kommandos der Andenes machten es sich zunutze, dass wir unser Schiff nicht mehr steuern konnten und warfen Unterwasserbomben nach uns. Insgesamt 4-mal haben sie versucht, das Schiff zu versenken, ohne Erfolg. Die Wales Forever war dafür ausgelegt, Nordseeeis standzuhalten. Und so erlitten wir außer ein paar Beulen keine nennenswerten Schäden. Ein Glück, dass unsere Schiffswand so stark ist. Ein normales Fischerboot wäre längst kaputt gewesen. Die Grenzen sind eindeutig. Sie befinden sich immer noch in norwegischen Gewässern.
Wir haben eine Satellitensuche veranlasst. Wir befinden uns in internationalen Gewässern und senden Funksignale über eine ausgeworfene Sendebarke. Dann machten sie etwas wirklich Dummes, als wäre das, was sie vorher taten, nicht schon dumm genug gewesen. Sie schnitten erneut unseren Bug in der Erwartung, dass wir Richtung Land abdrehen würden. Aber diesmal war unser Ruder blockiert und wir konnten das Schiff nicht anhalten. Es dauert mehrere Minuten, ein Schiff wie unseres zum Halten zu bringen, selbst mit zwei Motoren auf voller Kraft zurück. Watson glaubte, die Andenes habe uns absichtlich gerammt. Aber ich bin mir da nicht so sicher, denn sie haben den stärksten Teil unseres Schiffes mit dem schwächsten ihres Schiffes gerammt. Und so macht man das nicht, glauben Sie mir. Davon verstehe ich was. Ich weiß nicht, ob irgendwo Wasser durchsickert. Wir kontrollieren das gerade. Es ist trocken, wir werden nicht sinken. Die Presse hatte eine super Story. Die nächsten Stunden verbrachten die Journalisten damit, ihre Videos hochzuladen. Die bedauernswerte Andenes zog sich in ihren Heimathafen zurück. Ein paar Monate später erreichten uns gute Neuigkeiten. Unser Bug hatte wohl mehrere Träger der Andenes durchtrennt. Der Schaden an dem abermillionen Dollar teuren Schiff war so groß, dass es fast billiger war, es zu verschrotten, als es zu reparieren. So gern wir uns die Zerstörung der Andenes auch auf unsere Fahnen schreiben würden, diese Aktion müssen wir ihrem Kapitän zugestehen. Übrigens, die Walfangschiffe, die Watson angeblich versenkt hatte und wofür er vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, hatte jemand anderes versenkt. Nicht er und ich ganz bestimmt auch nicht. In der Zwischenzeit erreichte uns ein Anruf von der anderen Seite der Welt. Die Parkranger der Galapagos-Inseln baten uns um Hilfe. Offenbar wilderten kommerzielle Fischfangflotten im Galapagos-Meeresschutzgebiet. Die Ranger hatten weder die Ausrüstung noch das Wissen, sie aufzuhalten. Wir aber sind Experten darin. Also zogen wir wie Söldner los, um den Wilderern das Handwerk zu legen. Auf unserem Weg kamen wir an der Kokosinsel vorbei, einem Schauplatz wie aus Jurassic Park. Die Kokosinsel ist eine der schönsten tropischen Inseln der Welt. Wir konnten nicht einfach vorbeifahren. Wir mussten anhalten, um uns ein paar ihrer legendären Naturwunder anzusehen. Auch die Gewässer um die Kokosinsel gehören zum Meeresschutzgebiet. Die meisten halten Meeresschutzgebiete für tolle Schnorchelparadiese und es werden immer mehr. Eines Tages, wenn wir die Ozeane leer gefischt haben und da fehlt nicht mehr viel, werden uns die Meeresschutzgebiete als Nachschublager dienen, als eine Art genetisches Reservat. Indem wir diese Gebiete schützen, retten wir vielleicht unsere Ozeane. Hoffen wir aber, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Auch an den sichersten Orten dieser Welt trifft man auf Umweltsünder. Watsons Engelsscharen bewahren uns vielleicht vor größerem Ärger, aber erst einmal stoßen sie uns mitten hinein. Ohne sie zu suchen, waren wir plötzlich umzingelt von Fischern, die in das Schutzgebiet der Kokosinsel eindrangen. Unser Radar erfasste auf einen Schlag 15 Wildererboote. Zwar war unser eigentliches Ziel, die Galapagosinseln, noch mehrere hundert Meilen entfernt, aber wenn wir schon mal hier waren, konnten wir auch das tun, was die Behörden vor Ort anscheinend versäumt hatten, die Wilderer zu vertreiben. Natürlich hatten wir keine behördliche Erlaubnis, aber das hat uns ja noch nie aufgehalten. Wir brauchen weder alberne Dienstausweise noch Waffen. Waffen würden uns die Unterstützung der Öffentlichkeit kosten. Deswegen sind sie bei uns verboten. Das heißt aber nicht, dass wir unbewaffnet in den Kampf ziehen. Wir hatten ein paar Spritzpistolen, die eigentlich dafür gedacht sind, Feuer zu löschen, aber auch als Waffen ganz nützlich sind. Außerdem war da noch unsere berühmte Kuchenkanone, die mittels Luftdruck alles verballerte, was man reinstopfte. Eine Woche in den Tropen und die Eier, die wir von den Veganern versteckten und nirgendwo kühlen konnten, wurden faulig. Genügend Munition hatten wir also.
Außerdem hatten wir die Abby, unser schnelles Angriffsboot, die diesmal unter dem Kommando von Lindsay Holloway fuhr. Die Abby ist selbst eine nicht zu unterschätzende Waffe. Die Sea Shepherd ist uns circa 2 Kilometer voraus. Sie haben 2 Fischerboote angehalten und sie aufgefordert, ihre Netze einzuholen. Jetzt jagen sie 2 weiteren Booten auf der anderen Seite der Insel hinterher. Aber unsere gefürchtetste Waffe an Bord ist eine Veganerin namens Allison Lance. Nichts verärgert einen Veganer mehr als die Ausbeutung von Tieren. Veganer essen zum Beispiel nicht mal Honig, weil dieser das Produkt der Sklavenarbeit von Bienen ist. Wir setzten Allison in ein Schlauchboot und schossen sie torpedoartig in Richtung einiger Wilderer. Zusammen mit einem Gebet für jeden, der ihr in die Quere kommen würde. Allison zog ihr Ding durch und wir unseres. Mit der Sea Shepherd als Waffe jagten wir den Wilderern eine Höllenangst ein. Wir fuhren gefährlich nah an einen riesigen Frachter heran und forderten die Fischer auf, ihre Leinen einzuziehen und den Nationalpark zu verlassen. Manchmal muss man ihnen mit einem buchstäblichen Denkanstoß auf die Sprünge helfen. Die Wilderer wussten sehr wohl, dass sie hier illegal fischten. Und es war klar, dass wir die Mittel, wenn nicht sogar die Befugnis hatten, das Gesetz durchzusetzen. Wenn ein Fischerboot es wagte, wiederzukommen, nachdem wir es verjagt hatten, oder die Fischer nicht wie aufgefordert ihre Leinen einzogen, kam Lindsay uns zu Hilfe. Wir fahren Ihnen jetzt hinterher und stellen sicher, dass Sie Ihre Leinen einziehen. Tun Sie das nicht, ist unsere Kanone geladen und abschussbereit. So machen wir das hier. Watsons Relikt aus dem Bürgerkrieg entlädt nur eine harmlose Rauchwolke, bewirkt bei den Fischern aber wahre Wunder. Während wir Boote jagten, machte Allison ganz allein, ohne Waffen und ohne Schiff, eine Flotte von 8 Booten dingfest. Sie waren gerade dabei, ihren Fang auf einen größeren Frachter zu verladen. Wie Allison das angestellt hat, weiß keiner. Und keiner hat je danach gefragt. Das ist die Beute eines Tages. Gestern Abend haben sie ihre Leinen ausgeworfen und das ist ihr Fang. Allison rief die Park Ranger, um die Fischer verhaften zu lassen. In der Zwischenzeit hielt sie ihnen einen Vortrag und erklärte, dass das Fischen ein Verbrechen gegen die Natur sei. Es ist falsch, was Sie hier machen. Das finden Sie witzig? Finden Sie es auch noch zum Lachen, wenn ich Ihnen das in den Mund stecken und ziehen würde? Ich glaube, alle waren froh, als die Polizei eintraf. Sie fischen im Nationalpark. Das ist eine böse Sache. Als Allison gerade gehen wollte, bat einer der Fischer, den Verantwortlichen zu sprechen. Ich gebe ihn dir jetzt. Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat sie eine dreckige Gringo-Hure genannt. Er kennt sie wohl gut. In der Eile der Flucht durchschnitten manche Fischer ihre Leinen. Nun mussten wir sie einsammeln, keine dankbare Aufgabe. Schwer zu finden waren sie nicht. Die Leinen werden mit Flaggen oder Bojen markiert, manche aber sind mehrere Meilen lang. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Was die Fischerflotte betrifft, die Allison vor der Kokosinsel dingfest gemacht hatte, so stellte sich heraus, dass sie einem korrupten Marinegeneral aus Ecuador gehörte. Als wir 4 Tage später die Galapagos-Inseln erreichten, wurden wir von einem Kanonenboot des Generals begrüßt. Er schickte einige seiner Offiziere an Bord, die Watson festnehmen sollten. Ein Wachposten auf Deck sollte sicherstellen, dass keiner fliehen konnte. Offenbar hatte der General seit geraumer Zeit im Schutzgebiet gewildert und niemand konnte ihn aufhalten. Am allerwenigsten die Marine, denn er war die Marine. Aber dann, keine Minute zu spät, erschienen Watsons Engelsscharen, um uns zu helfen. Während die Offiziere uns ausfragten, kamen uns die Einheimischen zu Hilfe, die es leid waren, dass Wilderer in ihren Gewässern fischten.
Sie hatten von unserer Aktion vor der Kokosinsel gehört und behandelten uns wie Helden, weil wir uns gegen die kriminellen Machenschaften des Admirals stellten. Und wo sich Menschenmassen versammeln, tauchen wie aus Zauberhand auch Kameras auf. Mediale Aufmerksamkeit ist etwas, was korrupte Offizielle am wenigsten gebrauchen können. Als immer mehr Kameras an Bord kamen, verließen die Offiziere des Admirals klammheimlich das Schiff. In ihrer Eile vergaßen sie sogar den Wachposten auf Deck. Der arme Kerl musste mal ganz dringend, brauchte dafür aber eine Erlaubnis. Watson, die einzige Autorität, die noch an Bord war, weigerte sich, diese zu erteilen. Wir konnten nicht für immer auf den Galapagos-Inseln bleiben, aber die Park Ranger schon. Watson machte ihnen daher ein großzügiges Geschenk, die nunmehr weiß getünchte Edward Abbey. Wie ich hörte, vertreibt sie noch immer Wilderer aus dem Meeresschutzgebiet der Galapagos-Inseln. Weit im Norden, zwischen den britischen Inseln und Island, liegt eine kleine Inselgruppe, die Färöer-Inseln. Färöer ist ein nordisches Wort für Märchenland, und das stimmt wirklich. Jedes Dorf, jede Stadt sieht aus wie in einem Gemälde von Norman Rockwell. Malerische Dörfer mit wunderschönen Häfen, Städte mit teuren und angesagten Geschäften, beispiellose Freiheiten wie zum Beispiel genüssliches Rauchen, ohne von Gesundheitsaposteln belästigt zu werden. Fast jeder besitzt ein neues Auto, auch wenn man auf den Inseln damit nicht unbedingt weit kommt. Tatsächlich genießen die Färöer-Inseln den höchsten Lebensstandard in ganz Europa. Wenn es da nicht diese eine ethische Verfehlung gäbe in dieser auf der Welt einmaligen utopischen Gesellschaft. Hin und wieder, vielleicht 4 bis 5 Mal im Jahr, trifft einer der Fischer auf eine Grindwalherde. Über Funk ruft er andere Fischer herbei. Gemeinsam treiben sie die Herde in eine tödliche Sackgasse. Hunderte von Einheimischen warten auf die Ankunft der Wale, die sie auf höchst seltsame Weise zelebrieren. Alle amüsieren sich, während auch noch das letzte Tier in Stücke gehackt wird. Auch Muttertiere und ihre Jungen werden nicht verschont, wodurch jegliche Möglichkeit der Regeneration genommen wird. Herde um Herde wird die gesamte Art ausgelöscht. Und warum? Ich finde es wunderschön, so kraftvoll, wie das Meer sich rot färbt. Wenn die Wale gestrandet sind, kommen die Leute zum Strand runter und durchtrennen ihnen das Rückenmark. So werden sie getötet. Das sieht spektakulär aus. Die Schweine und Kühe, die ich esse, werden doch auch getötet. Das ist das Gleiche. Man braucht 5 bis 10 Sekunden, um einen Grindwal zu töten, wenn man es richtig macht. Seit 25 Jahren rettet Paul Watson Wale. Dafür rammt er Schiffe, wird selbst gerammt, geschossen und vom Mob verprügelt. Er hat nie aufgegeben. Jetzt ist er auf dem Weg zu den Färöer-Inseln, wo jedes Jahr eines der barbarischsten Walschlachten der Welt stattfindet. Wir hatten 28 Journalisten von der Presse und dem Fernsehen an Bord. Die meisten waren das erste Mal auf hoher See. Bei Alarm streift ihr euch die Schwimmwesten über und kommt hier runter. Die Rettungsboote werden auf Befehl des Kapitäns losgemacht. Sollte der tot sein, auf meinen. Falls das Schiff sinkt, sollten sich so viele Leute wie möglich ein Rettungsboot teilen. So können wir uns gegenseitig wärmen. Die meisten Jungs an Bord hätten sich wohl am liebsten zusammen mit Kim van Koten, einem holländischen Filmstar, aufgewärmt. Ein cleverer Produzent hatte ihr eine Rolle in einem Film über Paul Watson versprochen. Einer von vielen, die nie realisiert wurden. Warum sind Sie hier? In erster Linie wegen meiner Rolle in dem Film Ocean's Warrior. Oh, mein Handy klingelt. Wen spielen Sie? Ich spiele Chantelle.
Eine lesbische Veganer-Köchin. Kim hielt die Medienleute beschäftigt, während ich für die Presse einen kleinen Skandal inszenierte. Sie würden doch alle möglichen Konflikte zu sehen bekommen, wenn wir erst einmal die Färöer-Inseln erreicht hätten. Polizei, Zollbehörde, vielleicht sogar ein Kriegsschiff, aber alles der Reihe nach. Außerhalb ihrer Handelszone haben sie wenig bis gar keine Befugnis. Je weiter wir von den Gewässern weg sind, die sie für ihre halten könnten, desto besser. Wir achteten sehr genau darauf, außerhalb der Drei-Meilen-Zone zu bleiben. Wie immer dachte Watson schon drei Schritte voraus. Er rechnete damit, die Aufmerksamkeit der Medien zu erhöhen, wenn wir eine Blockade errichten würden, eine Wahlblockade. Sie sollen die Wahlgesänge abspielen. Schön laut, die kriegen wir. Ein paar Tage lang umkreisten wir die Insel und spielten dabei Schwertwahlgesänge über die Schiffslautsprecher ab. Drei über Deck und einen weiteren unter Wasser. Alles zum Schutz der Wale. Damit erreichen wir die Grindwale im Umkreis von einer halben Meile. Schwertwale sind die natürlichen Feinde der meisten anderen Wale. Deshalb hofften wir, die Grindwale mit diesen Gesängen zu vertreiben und sie damit vor dem Abschlachten zu bewahren. In der Zwischenzeit mussten wir die Medienleute bei Laune halten. Wir gaben ihnen Gelegenheit, Material zu drehen, mit dem sie ihre Geschichten später ausschmücken konnten. Wir luden sie in die Schlauchboote und präsentierten ihnen unsere tollen Wasserspritzkanonen. Zum Schutz vor ungebetenen Gästen rollten wir Stacheldraht aus. Wir zogen uns unsere Überlebensanzüge an, stülpten uns Gasmasken über und zündeten Rauchkanister an. Alles nur für ein paar gute Bilder. Bitte hierher schauen. Man kann sagen, was man will, aber wir machen wirklich was her. Doch nun zur Wahrheit. Die Walgeräusche, die wir abgespielt haben, stammen gar nicht von Schwertwalen, sondern von Buckelwalen. Harmlose Gesellen, vor denen sich andere Wale nicht fürchten. Auch die Unterwasserlautsprecher waren eine Lüge. Es gab keine. Wir machen auch gar keinen Hehl daraus, dass die Audiokabel ins Leere liefen. Glückwunsch, falls Ihnen das aufgefallen ist. Damit stünden Sie ziemlich allein da. Die Reporter haben das jedenfalls nicht gemerkt. Die Walgesänge waren nicht dafür gedacht, die Wale zu vertreiben. Wie die Sirenengesänge bei Odysseus sollten sie anlocken, nicht abstoßen. Und sie lockten eine ganze Bootsladung Polizisten von den Färöer Inseln an. Wo die Polizei ist, da gibt es auch Ärger. Der Stoff für die Reporter. Hier spricht die Polizei und Zollbehörde. Wir wollen sie kontrollieren. Polizei und Zoll wollen uns anhalten. Ocean Warrior, hier spricht die Polizei und Zollbehörde. Wir wollen sie kontrollieren. Halten Sie bitte an. Wir sind noch nicht in färöisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Bitte halten Sie das Schiff an. Watson wird selten laut. Zumindest nicht, wenn Kameras in der Nähe sind. Und das ist meistens der Fall. Bitte halten Sie das Schiff an. Wir halten an, wenn wir färöisches Hoheitsgebiet erreicht haben. Sie haben die 3-Meilen-Grenze überschritten. Over. Mein Radar sagt etwas anderes. Es ist ziemlich eindeutig. 6 Meilen hier, 6,8 Meilen da. Ich habe das Recht, diese Gewässer zu durchfahren. Heißt das, Sie wollen sicherstellen, dass keine Wale an Land kommen? Roger. Wie verlässlich ist Ihr Radar? Es war teuer genug. Ich hoffe also sehr. Mal sehen. Ich denke, es wird alles bis auf die südlichen Inseln erfassen. Wir machen das aber auf unsere Weise. Und Sie haben bereits die Grenze passiert. Sie werden jetzt also anhalten und uns an Bord lassen. Wenn ich die 3-Meilen-Grenze überschritten habe, dürfen Sie gerne an Bord kommen. Ziel war es, genug Trubel zu veranstalten, um die Medienleute an Bord bei Laune zu halten. Niemand war dafür besser geeignet als unser Pressesprecher Frank Trinkle. Wir nannten ihn unseren zweiten Paul Watson, weil er sich anzog und so gab wie unser Kapitän. Über sein Satellitentelefon blieb er im ständigen Kontakt mit verschiedenen Nachrichtenagenturen. Sag denen, dass wir in internationalen Gewässern sind und die Ocean Warrior von diesen Piraten angegriffen wurde. Er hatte das Talent, die Dinge aufzubauschen. Er war unser Mann. Das ist Piraterie. Ein richtiger Schauspieler. Wir waren uns nie ganz sicher, ob er schauspielerte oder wirklich an diesen Quatsch glaubte. Sie kommen uns ziemlich nah. Sind Sie bereit, für die Sache hier ins Gefängnis zu gehen? Wenn es nötig ist, klar. Polizeiboot, hier spricht die Ocean Warrior.
Um sie zu ärgern, bremste Watson das Schiff ab, ließ das Polizeiboot neben uns herfahren und verweigerte ihnen dann den Zutritt. Lass sie nicht rauf. Sie kommen an Bord. Sie dürfen nicht an Bord. Wir befinden uns nicht in ihren Gewässern. Alle auf Verteidigungsposition. Ein sehr enthusiastischer Freiwilliger fand es wohl lustig, die Polizisten mit unserer Wasserkanone zu beschießen und uns damit alle zur Zielscheibe zu machen. Das willst du wirklich benutzen? Hier sind Polizei und Zollbehörde. Wir wollen sie kontrollieren. Darf ich vorstellen? Kapitän Paul Watson. Ich habe hier eine Nachricht von einem unserer Mandanten. Ich spiele sie über Lautsprecher ab. Wir hofften, die Polizisten würden unser Boot mit gezogenen Waffen stürmen, was das Außenministerium und Medienanstalten weltweit auf den Plan gerufen hätte. Aber das passierte nicht. Die färöische Polizei witterte eine Medienfalle und zog sich klugerweise höflich zurück. Polizei und Zoll haben gewaltsam versucht, sich Zugang zu unserem Schiff zu verschaffen. Dazu hatten sie keine Berechtigung. Wir betrachten das als einen Akt der Piraterie. Wir sind in internationalen Gewässern unterwegs. Sollten wir in die Drei-Meilen-Zone eindringen, werden wir eine Zollkontrolle anmelden und freuen uns darauf, mit denen zu sprechen. Watson wusste, womit man bei der Polizei zu rechnen hat. Das letzte Mal haben sie auf uns geschossen. Eine Kugel hat mich nur um Haaresbreite verfehlt. Ich habe noch ein Stück davon. Es war eine Tränengasgranate. Kimmy, unser holländischer Filmstar, hatte nicht angeheuert, um verhaftet zu werden. Sie war froh, als die Polizei abzog. Die meisten an Bord verbuchten den Abzug der Polizei als einen kleinen Sieg für den Planeten. Ihnen war nicht klar, dass das für uns ein taktischer Flop war. Das ist wunderschön. Los, raus hier! Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte zwischen den Inseln. Wir fahren jetzt langsamer, damit ein Touristenboot Fotos machen kann. Sie haben uns darum gebeten. Als nächstes verkaufen wir T-Shirts, Postkarten und Videos. Die Polizeiaktion hatte auf der Insel Aufmerksamkeit ausgelöst. Einige der Touristen fuhren nun zu uns raus und baten um Autogramme und Bilder. Das Beste? Mit dabei war eine Gruppe sensationslustiger Journalisten von den Färöer-Inseln. Nichts liebt Paul mehr als unser Anliegen, aus erhöhter Position zu predigen, wie der Papst auf seinem Balkon. Die erste Frage ist meistens, warum man um ein paar Grindwale so ein Aufheben macht. Ist doch keine gefährdete Art. Niemand weiß genau, wie viele Wale draußen herumschwimmen. Von 1950 bis 1964 hat die kanadische Regierung jedes Jahr Tausende töten lassen. Und jedes Jahr hieß es, keine Sorge, es gibt noch genug Wale, sie verschwinden nicht. 1964 waren sie dann ausgestorben und kamen nie wieder zurück. Die wohl dümmste Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet, warum wir nicht etwas Wichtigeres tun, zum Beispiel hungernden Kindern helfen. Wenn wir etwas anderes täten, würde man uns fragen, warum wir nicht hier sind. Wenn wir Robben in Kanada schützen, werden wir gefragt, warum wir uns nicht um die Grindwale vor den Färöerinseln kümmern. Wo man auch ist, man sollte immer woanders sein. Ich möchte es noch erleben, dass diese Jagd abgeschafft wird. Es gibt keinen Grund, diese große Waljagd weiter fortzuführen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Setzen wir dem ein Ende. Man kann nicht an die Moral der Leute appellieren, wenn sie keine haben. Tiere zu quälen oder daraus Vergnügen zu ziehen, ist für mich unmoralisch. Es ist auch unmoralisch, seine Kinder mit Gift zu füttern. Damit spielte Watson auf eine färöische Studie an, die einen Zusammenhang zwischen verringerten geistigen Fähigkeiten bei Kindern und dem hohen Quecksilbergehalt von Walfleisch festgestellt hat. Die heimischen Journalisten merkten, dass Watson gar kein so großer Spinner war, wie sie vielleicht erwartet hatten. Sie wollten einige unserer Journalisten mit zu sich an Land nehmen, um ihnen ihre Position klarzumachen. Vergesst eure Zyankali-Kapsel nicht! Es war wenig überraschend, dass unsere Ansichten nicht auf besonders große Sympathien stießen. Ich glaube, die meisten Färöer halten Paul Watson für einen Psychopathen. In anderen Ländern essen die Menschen Schweine, Schafe, alles Mögliche. So überlebt man. Das ist eine alte Tradition. Jahrhunderte alt. Es ist ein traditionelles Essen.
Eine Tradition. Eine Tradition. Tradition. Lange Zeit war auch der Kannibalismus eine Tradition. Es ist ja schön und gut, dass er die Wale mag, aber es sind keine Menschen, es sind Wale. Wir tun alles, um die Wale zu retten, außer Gewalt anzuwenden. Auf Watsons Schiff sind Martin Luther King, Gott und Gewaltlosigkeit Gesetz. Abgesehen davon sind alle Mittel recht. In dieser Nacht fuhren wir in die Drei-Meilen-Zone und hielten eine halbe Meile vor der Küste an. Die Kamera läuft. Sonntagnachmittag, leichter Seegang, leichter Nebel. Drei Schiffe kommen auf uns zu. Eines davon könnte ein dänisches Kriegsschiff sein. Es heißt, sie hätten eine Nachricht für uns. Mal sehen, was sie uns zu sagen haben. Es gab heute eine Pressekonferenz. Wir werden sehen, ob wir gegen irgendeine Bestimmung verstoßen haben, die sie sich schnell noch ausgedacht haben. Die Polizei hatte das Recht, an Bord zu kommen, da wir uns in färöischen Gewässern aufhielten. Die Aufmerksamkeit der Medien erreichte ihren Höhepunkt und so beschloss Watson, dass es Zeit für den großen Showdown wäre. Die Crew hatte den Befehl, die Polizei mit größter Höflichkeit zu behandeln. Mittlerweile waren über ein Dutzend Kamerateams an Bord, zusätzlich zu denen, die sowieso schon da waren. Das Verhältnis zwischen Reportern und uns Akteuren betrug 10:1. Ich habe eine Klage gegen Sie vorzutragen. Und wie lautet die? In jeder Kampagne gibt es einen Moment der Wahrheit, und der war nun gekommen. Nachname Watson, Vorname Paul Franklin. Nationalität kanadisch. Ihnen wird zur Last gelegt, gegen Abschnitt 60, Klammer 2, Nummer 4, gegen Abschnitt 6, Klammer 1, Artikel 2, gegen Abschnitt 16, Artikel 1, sowie gegen Abschnitt 2, Artikel 1, Nummer 5, 6 und 7 verstoßen zu haben. Das ist der dritte Punkt, aber der erste, den ich vortrage, Abschnitt 16, Artikel 1. Die Vereinten Nationen, 1982, Artikel 25. Klammer 1 und so weiter. Muss ich Ihnen alle Punkte vorlesen? Nein, müssen Sie nicht. Klagen Sie mich morgen wieder an? Die dänischen Behörden hätten uns den ganzen Tag Anklagen vorlesen können, aber sonst waren ihnen die Hände gebunden, angesichts der zahlreichen Kameras, die auf sie gerichtet waren. Es war bestimmt nicht der Anblick eines einzelnen kanadischen Reporters, der bereit war, sich allen Geschossen entgegenzustellen, der die dänischen Behörden von weiterem abhielt. Es lag vielmehr an den zahlreichen Kameras an Bord. Es gab keinen Kampf, kein Blut, keine Tränen. Und am allerwichtigsten, keine getöteten Wale. Mein Name ist Bob Hunter. Ich bin für City Pulse hier im Nordatlantik unterwegs. Die Leute fragen uns immer, ob wir ständig bluffen oder nur manchmal. Ich antworte dann, wir gewinnen meistens, nur darauf kommt's an. Die Leute bezeichnen uns als Terroristen, aber in den 30 oder mehr Jahren unserer Tätigkeit wurde niemand getötet oder ernsthaft verletzt. Auf beiden Seiten. Nicht mal aus Versehen. Soll das Terrorismus sein? Unsere Aufgabe ist es, Lärm zu machen, sodass die Welt hinsieht, um dann innezuhalten und die Welt sich selbst retten zu lassen. Und die Leute werden etwas tun, denn niemand wünscht sich so ein Ende. Bei 90% Ruderlage nach rechts. In einer Welt voller Umwelthelden betrachten viele Paul Watson als eine Art mystischen Heiligen, der von einem Engelsheer geleitet und beschützt wird. In Wahrheit ist er nur ein brillanter Taktiker und Stratege, der manchmal unverschämt viel Glück hat. Ob nun durch Zufall oder durch das Zutun der Engel, als der Nebel sich gelichtet hatte, befanden wir uns inmitten einer Flotte von Umweltsündern. Der Kabeljaufang ist in der Neufundlandbank verboten. Dennoch waren wir umzingelt von Fischkuttern aus verschiedenen Ländern, die sich über dieses Verbot hinwegsetzten. Wir waren in der perfekten Position, um sie aufzuhalten. Es sind solche Begebenheiten, die Watson diese göttliche Aura verleihen.
Wenn wir keinen Ärger suchen, sucht der Ärger uns. Während die kanadische Regierung Einheimischen die Fischerei im Gebiet der Neufundlandbank untersagte, gewährte sie ausländischen Flotten freien Zugang. Wir mussten einschreiten. Und dank der glücklichen Umstände konnten wir das auch tun. Bitte verlassen Sie diese Gewässer. Mit nur einem Motor machten wir uns daran, die Fischkutter aus der Neufundlandbank zu vertreiben, indem wir uns ihnen näherten, ihre Ausrüstung sabotierten und in einem Fall auch durch direkten Kontakt, unser Handwerkszeug. Das sind der Tontechniker und ich, wie wir versuchen, den Crash zu filmen, was uns aber nicht gelungen ist. Sind hier irgendwo Engel zu sehen? Darauf kommen wir später nochmal zurück. Watson ist der Mario Andretti der Schifffahrt. Selbst mit nur einem Motor hatte er es geschafft, sämtliche ausländischen Kutter zu verjagen. Bitte holen Sie Ihre Netze ein und verlassen Sie dieses Gebiet in Anerkennung der Weltkarte für die Natur. Sind Sie von Greenpeace? Nein, das ist kein Schiff von Greenpeace. Bitte unterlassen Sie diese Beleidigungen. Zu Ihrer Information, wir sind von der Sea Shepherd Conservation Society. Over. Das zog sich über mehrere Tage hin. Dabei standen wir stets unter den wachsamen Augen nahezu jeder Behörde, die sich ein Flugzeug leisten konnte. Der kanadischen Polizei, der Luftwaffe sowie, wie üblich, der kanadischen Küstenwache. Aber die Politiker ließen uns nicht verhaften. Wir waren einfach im Recht und das wussten sie. Watson wurde über Nacht zu einem Nationalhelden. Die Öffentlichkeit stand hinter ihm. Deshalb dachten die Politiker lieber zweimal über eine Verhaftung nach. Schließlich war es ihr eigenes Verbot, das wir durchsetzten. Watson zu verhaften wäre, als würde man den Weihnachtsmann hinter Gitter bringen. Die Politiker warteten ab. Sie warteten so lange, bis wir alle Eindringlinge vertrieben hatten. Dann erließen sie den Haftbefehl. Die Küstenwache kam an Bord und nahm Watson in Gewahrsam. Die Crewmitglieder wurden wie unartige Kinder auf ihre Zimmer geschickt. Mir erlaubten sie weiter zu filmen. Ich fragte mich warum, bis sie später alle meine Aufnahmen konfiszierten, um sie als Beweis gegen Watson zu verwenden. Das Schiff wurde abgeschleppt und Watson in Neufundland wegen Rammen eines Schiffes angeklagt. Die Gerichtsverhandlung dauerte 2 Wochen, aber ich will es kurz machen. Als nötigen Beweis für die Verurteilung Watsons sollten meine Aufnahmen des Zusammenpralls herangezogen werden. Aber den hatte ich ja knapp verpasst. Vielleicht hatten wir wirklich Engel mit an Bord. Auf den Aufnahmen sind sie allerdings nicht zu sehen. Und so wurde Watson, obwohl er nicht ganz unschuldig war, freigesprochen. Ich wurde verhaftet, weil ich kubanische und spanische Fangschiffe aus der Neufundlandbank vertrieben habe. Ich wurde wegen dreifacher Sachbeschädigung angeklagt. Das klingt erst einmal harmlos, aber ich hätte 2 Mal lebenslang bekommen. Ich habe niemanden verletzt, aber meinetwegen sind Kuba und Spanien Einnahmen in Höhe von 35 Millionen Dollar entgangen. Im sogenannten Kabeljaukrieg haben wir den Sieg errungen. Nach dem Prozess sandte die Fischereibehörde Kriegsschiffe aus, die in den Gewässern der Neufundlandbank patrouillieren und ausländische Fangschiffe vertreiben sollten. Sie übernahm die Aufgabe, die wir zuvor kostenlos gemacht hatten. We'll be right back.
Aktivisten versenkten heute im Hafen von Reykjavik mehrere Schiffe der isländischen Walfangflotte. Sie behaupten, auf die Wale werde unter dem Vorwand wissenschaftlicher Forschungszwecke illegal Jagd gemacht. Alle glauben, ich hätte etwas mit dem Versenken der Schiffe zu tun. Peter Brown ist schuld, der war's. Das ist jetzt 25 Jahre her und die Leute schütteln mir immer noch die Hand dafür. Aber fürs Protokoll, mit dem Versenken dieser Schiffe hier habe ich nichts zu tun. Ich weiß aber, wer es war. Einer der Ruhmreichen ist Paul Watson. Er ist der Chef der Sea Shepherd Conservation Society. Viele nautische Unfälle gehen auf seine Kappe. Das gehört zu seinem Metier. Sie befinden sich in einem Walschutzgebiet und beteiligen sich an illegalen Aktivitäten. Verlassen Sie sofort diese Gewässer. Watson ist studierter Militärhistoriker. Er sieht mit seinen Stiefeln und der Uniform ein bisschen aus wie ein dicklicher General Patton. Und genau wie Patton liebt er alle Arten von Kanonen. Die Erfolgsshow Whale Wars hat uns zwar jüngst berühmt gemacht, aber ich möchte daran erinnern, dass wir das nun schon seit über 30 Jahren machen. Ich kann den Hafen nicht ansteuern. Ich bin schon ganz auf Steuerbord. Ich muss wissen, wohin. Im Fernsehen wurde ich als Arschloch dargestellt. Verlass dir bitte die Brücke, die Fenster beschlagen schon. Als ich sauer wurde und den Schnaps über Bord warf, schmiss man mich aus der Show. Ist das zu glauben? Für dieses Jahr beende ich meinen Dienst am Planeten. Ich habe mich dem Öko-Abenteuer 1982 angeschlossen. Aber Pauls Leidenschaft für die Rettung der Wale begann schon viel früher. Bereits mit 10 Jahren sabotierte er in seiner Heimatstadt Biberfallen. Der Rest ist Geschichte. Wirklich berühmt wurde er, als er sich zusammen mit dem Aktivisten Bob Hunter vor einen kanadischen Eisbrecher stellte, um gegen die Jagd auf Sattelrobben zu demonstrieren. Das Schiff hielt an, die beiden überlebten. Dieses einschneidende Ereignis wird von vielen als Geburtsstunde der modernen Umweltschutzbewegung angesehen. In den folgenden Jahren wurden Hunter und Watson immer berühmter und werden heute in einem Atemzug mit Henri David Thoreau und John Muir genannt. Hunter wurde Bestseller-Autor und Nachrichtensprecher für den Fernsehsender City TV in Toronto. Guten Abend, ich heiße Bob Hunter. Willkommen in meiner Sendung. Letzte Woche war ich in China. Watson war zunehmend enttäuscht von der passiven Vorgehensweise von Greenpeace. Er verließ die Organisation und gründete die Sea Shepherd Conservation Society. Ich stieß ursprünglich als Kameramann der NBC dazu. Mir gefiel, was ich sah, und machte mit. Paul fragte mich, ob ich Erfahrungen in der Seefahrt vorweisen könne. Ich erzählte ihm, dass ich als Kind ein Kanu besaß und wurde erster Offizier. Hier waren Griffe dran, bis ich mal einen abbekommen habe. Wenigstens gehöre ich nicht zu denen, die sich auf die Handflächen schreiben, wo Backbord und wo Steuerbord ist. Das funktioniert sowieso nur, wenn man vorwärts fährt. Während Greenpeace nur Schilder schwenkt und Parolen schreit, ertappen wir die Umweltsünder auf frischer Tat und halten sie auf. Wenn nötig, mit Gewalt. Beenden Sie Ihren Piratenwalfang und verschwinden Sie. Hauen Sie ab. Ich nenne das aggressive Gewaltfreiheit. Und wie Whale Wars beweist, kommt das im Fernsehen gut an. Die Sea Shepherd Society ist mit einer Miliz verglichen worden. Aber anstelle von Sturmgewehren und Granatwerfern kaufen wir Schiffe. Egal ob klein oder groß, alle unsere Schiffe können notfalls zu Schrott gefahren werden. Sogar ein U-Boot gehörte zu unserer Flotte. Aber nicht dieses. Das ist nur fürs Foto. Wir hatten nur so ein kleines Mini-U-Boot. Es sah cool aus, hatte aber ein Leck. Schiffe sind in der Anschaffung gar nicht so kostspielig, wie man denken würde. Aber ihre Instandhaltung ist richtig teuer. Wir kaufen nur heruntergekommene Schiffe, aus 2 guten Gründen.
Wenn die Küstenwache, und das kommt vor, eines unserer Schiffe konfisziert, bleibt sie auf den Instandhaltungskosten sitzen, bis der Fall geklärt ist. So schreibt es das Gesetz vor. Kaum haben sie unser Schiff konfisziert, wollen sie es meist schon wieder zurückgeben. Aber das lehnen wir dankend ab. Manchmal ist es einfach billiger, ein neues Schiff zu kaufen. Aber der Hauptgrund für die heruntergekommenen Schiffe ist ihre Verwendung. Wir machen Jagd auf Wilderer. Wenn die uns mit vollem Karacho ankommen sehen, begreifen sie, dass sie weitaus mehr zu verlieren haben als wir und machen kehrt. Wenn sie das nicht tun, klasse, mehr Spaß für uns. Die hohen Unterhaltskosten können wir dank der Mithilfe von Freiwilligen schultern. Für das Privileg, bei uns mitmachen zu können, zahlen einige sogar. Es gibt fast nichts, das man mit einem Hammer nicht reparieren könnte. Genau. Unsere Freiwilligen sind fast alle Veganer, zumindest die Guten. Bei Veganern handelt es sich um hoch engagierte, gesunde und starke Menschen, die ständig mies drauf sind. Es wird vermutet, dass ihre nur auf Gemüse basierende Ernährung zu einem Mangel an Serotonin führt, der sie Tag und Nacht auf die Palme bringt. Und ein wütender Veganer ist so viel wert wie eine Kiste voller Sturmgewehre. Die Kehrseite der Veganer sind die vielen Kohlenhydrate. Sie bringen tonnenweise Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln mit an Bord. Sachen, die sich gut lagern lassen und das Überleben sichern, allerdings auf Kosten jeglichen Genusses bei den Mahlzeiten. Ich bin das, was die Veganer einen Barbaren nennen. Wir verstecken Fleisch, Käse und das ganze echte Essen dort, wo die Veganer es nicht finden. Finden Sie doch mal eines dieser Ostereier, geht es gleich über Bord. Wir kochen, wenn die Veganer schlafen. Glauben Sie mir, das ist sicherer so. Viele unserer Freiwilligen sind Frauen. Ich finde das gut, denn Frauen haben mehr Rückgrat. Nach einem Monat auf See jammern die Männer bereits und wollen nach Hause. Den Frauen dagegen geht es prima. Sie sind aggressiver, das können Sie mir glauben. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber das hier ist kein Romantikurlaub. Die ständige Kotzerei ist ein echter Stimmungskiller. Einmal die Woche duschen hilft auch nicht weiter. Der Atem riecht nach Erbrochenem, unter den Armen stinken wir kilometerweit und in den Haaren sammelt sich der Dieselgestank. Trotz des Ruhmes und der Anerkennung, heutzutage hat man es nicht wirklich geschafft, bevor man nicht bei South Park mitgemacht hat. Sind wir knallharte Typen? Ja! Alles klar. Und was machen wir jetzt? South Park beschuldigte uns, die Medien des dramatischen Effektes wegen zu manipulieren. Und wissen Sie was? Die haben recht. Das tun wir. Das gebe ich zu. Ein paar Veganer-Schlappschwänze, die nichts gebacken kriegen und das auch noch hochspielen. Das sind wir. Sie wollen mehr wissen über diese beiden isländischen Walfangschiffe, die ich nicht versenkt habe? Ein wütender Walfänger schickte uns ein Video von den beiden Schiffen plus zwei weiteren, wie sie alle komplett restauriert im Hafen von Reykjavik liegen. Da zeigte uns jemand den Mittelfinger. Watson und ich hatten dieselbe Idee. Warum nicht alle vier Schiffe auf einen Schlag rammen? Also nahmen wir Kurs auf Island. Als wir die Neufundlandbank passierten, ist plötzlich ohne offensichtlichen Grund unser Backbordmotor explodiert. Der Schaden an der Maschine war zu groß, um ihn auf See zu beheben. Mit dem Steuerbordmotor allein brachten wir es gerade mal auf 6 Knoten. So sehr, dass uns das kanadische Parlament mit Abschnitt 33 Artikel 1 seiner Verordnung zum Schutz der Meeressäuger ins Visier nahm. Kanadische Küstenwache, die Falle Mauder wieder ihren Funkruf. Sie verstoßen gegen Abschnitt 33 Artikel 1 der Meeressäugetierverordnung. Das kanadische Robbenschutzgesetz verbietet jedem, sich einer Robbe in einem Umkreis von 800 Metern zu nähern. Es sei denn, man hat vor, sie zu töten. Das Robbenschutzgesetz schützt die Jäger, nicht die Robben. Und was passiert, nachdem die Robbe ausgeweidet wurde und nur noch ihr Fell übrig geblieben ist? Dank jahrelanger Proteste ist der Verkauf von Robbenfellen in Europa und den USA verboten. Die Gewinne aus den Verkäufen in anderen Ländern decken nicht einmal die Kosten für den Treibstoff, den die Jäger benötigen, um hierher zu kommen. Und garantiert nicht die Kosten für die Eisbrecher. Warum also machen sie weiter? Ich sage Ihnen warum. Es geht um die blutige Orgie.
Die Jäger schmieren sich Blut ins Gesicht, betrinken sich und töten aus reinem Vergnügen. Sie wissen sehr wohl, wie dieses Schlachten auf den Rest der Welt wirkt und möchten natürlich nicht, dass ihre Frauen und Kinder sie als blutrünstige Schläger im Fernsehen sehen. Verpisst euch! Sie geben sich die größte Mühe, unsere Kameras zu zerstören, bevor wir zurück aufs Schiff gelangen. Verpisst euch! Zieht Leine! Sie machen sich total lächerlich, wogegen natürlich nichts einzuwenden ist. Wir bestärken das sogar noch. Macht sich gut im Fernsehen. Verpisst euch, ihr Arschlöcher! Ihr Wortschatz beschränkt sich auf zwei Wörter, die Sie ständig wiederholen. Verpisst euch! Sie prügeln auch gerne auf Frauen ein. Das ist nicht nett, aber logisch. Sie schlagen die, die wahrscheinlich nicht zurückschlagen werden. Aus diesem Grund machen sie wohl auch Jagd auf Robben. Verpisst euch, ihr verdammten Robbenschützer! Wir halten unsere Fahne hoch. Dankeschön. Lisa wurde in den Bauch geschlagen, Jerry ins Gesicht. Mir hatten sie fast den Schädel zertrümmert, direkt auf meine Kamera. Du hast auch was abbekommen? Er wollte mir wohl beweisen, dass er sich traut, eine Frau zu schlagen. Okay, wer hat Fotos davon gemacht? Er hat meine Kamera. Unsere Crew wurde von Robbenjägern angegriffen. 8 unserer Leute wurden mit Knüppeln und Spitzhacken attackiert. Einige sind verletzt. Die Polizei reagierte darauf, indem sie unsere Leute festnahm und nicht die Angreifer. Ein Großteil der Crew gelangte sicher aufs Schiff zurück. Einige aber wurden festgenommen und an Bord der Eisbrecher geführt. Toll, was mit unseren Steuergeldern geschieht. Unseren Leuten wurde vorgeworfen, sich einer Robbe auf 800 Meter genähert zu haben, ohne sie zu töten. Man ließ sie gegen $1,500 Kaution in Neufundland wieder frei. Die Jagdsaison ist vorbei und man muss sich fragen, haben wir wirklich etwas erreicht? Wir haben Bilder gemacht und sie der Weltpresse weitergegeben. Aber man muss sich auch eingestehen, Jahre sind vergangen und die Jagd geht weiter. Die Frage ist, warum? Es gibt hier keinen wirklichen Markt für Robbenfell. Es muss also einen anderen Grund geben, warum die kanadische Regierung hunderttausende Dollar pro Jahr für Eisbrecher ausgibt. Ganz zu schweigen von dem Geld für die eingeflogenen Polizisten, die über die 800-Meter-Grenze wachen sollen. Warum das Ganze? Meine Theorie ist folgende. Jedes Jahr nimmt die einheimische Wirtschaft um die 20 Millionen Dollar ein, die Ökotouristen und Demonstranten aus aller Welt mitbringen. Sie alle brauchen Unterkunft, Verpflegung, Benzin und Hubschrauber, die sie aufs Eis bringen. Die Unterbringung der Demonstranten ist für die Einheimischen ein lukrativer Geschäftszweig. Trotz ihrer gut gemeinten Absichten fördern die Ökotouristen damit den grausamen Zeitvertreib der Robbenjagd. Mit den Worten des Comichelden Pogo: Wir haben den Feind getroffen und er ist wir. Und die Robben? Sind sie nicht süß? Sehen Sie noch ein letztes Mal hin. Der atlantische Grauwal lebte über 30 Millionen Jahre in diesen Gewässern. Ihr Gebiet erstreckte sich von Neuengland über den gesamten Nordatlantik bis rüber nach Schweden. Heute sind sie ausgestorben. Keinen einzigen atlantischen Grauwal gibt es mehr. Unsere Vorfahren haben aus ihnen Kerzen und Korsettstangen gemacht. Dasselbe Schicksal ereilte die pazifischen Grauwale. Sie waren fast ausgestorben, bis die Internationale Walfangkommission ihre Jagd 1949 verbot. Seitdem steigt ihre Zahl langsam wieder an. Durch das Verbot geschah etwas Seltsames und zugleich Wunderbares. Grauwale, die niemals gejagt wurden, freundeten sich mit uns Menschen an. In der mexikanischen Baja-Bucht tauchen die Wale. Wir sind hier im Eis des St. Lorenz-Golfs vor der neufundländischen Küste in Kanada. Jedes Jahr im März kommen Sattelrobben hierher, um ihre Jungtiere zur Welt zu bringen. Das Eis bietet ihnen Schutz vor Haien, Schwertwalen und anderen natürlichen Feinden. Für Millionen von Jahren war dies ein Schutzgebiet für Babyrobben und ihre Mütter. Nur im Eis fanden sie Schutz. Sattelrobben sind für Umweltschützer aus mehreren Gründen eine große Nummer. Sie sind niedlich, schutzlos und werden ohne guten Grund getötet. Wir haben März. Zwei ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen warten darauf, die Robben zu begrüßen. Als erstes kommen die Ökotouristen.
Sie haben die Robben in ihre Arme und ihr Herz geschlossen. Zu ihnen gehören Filmstars, arbeitslose Reiche und engagierte Umweltschützer. Oh, tut mir leid. Schon gut, das sind wilde Tiere. Nicht alle sind hier, um mit den Robben zu kuscheln. Rettet die Babysattelrobben. Die meisten sind hier, um gegen die zweite Gruppe zu protestieren. Die Robbenjäger. Schluss mit dem Robbentöten. Robbenjäger sind meistens Fischer, die durch das Kabeljaufangverbot arbeitslos geworden sind. Privatjets und Hubschrauber können sie sich nicht leisten. Sie kommen mit ihren Fischerbooten und folgen dabei der Rinne, die riesige kanadische Eisbrecher für sie freibrechen. Die Eisbrecher kosten Zehntausende von Dollar pro Einsatztag, finanziert mit kanadischen Steuergeldern. Die Regierung ist anscheinend bereit, das Geld dafür auszugeben. Schließlich war sie es, die den Fischfang verboten hat. Mit an Bord ist eine Gruppe kanadischer Polizisten, die all diejenigen verhaften, die der Robbenjagd in die Quere kommen wollen. Angesichts der Kosten für Treibstoff, Eisbrecher und Polizeischutz ist die Robbenjagd eine der teuersten Aktivitäten weltweit. Warum wird sie weiterhin betrieben? Man könnte auch fragen, warum man sich in der Öffentlichkeit einen runterholt. Gott weiß warum. Sie machen es einfach, ohne Unterlass. Irgendjemand muss dem Einhalt gebieten. Staatsfeind Nummer 1 für die Polizei ist Paul Watson, zusammen mit der Crew unseres riesigen Schiffes, der Farley Maud. Die Farley Maud ist ein Nordseekutter mit verstärkter Außenwand, die in der Lage ist, durch Packeis zu fahren. Ein Eisbrecher ist sie nicht, aber stark genug, um uns hierher zu bringen. Wer ist mit Ihnen an Bord der Farley Maud? Die Crew umfasst 25 Leute aus 7 verschiedenen Ländern. Over. Ich habe gehört, dass ein Filmteam mit an Bord ist und einen Film über sie drehen will. Wir haben etliche Filmkameras an Bord. Das sind die mächtigsten Waffen der Welt. Die Aufnahmen werden um die ganze Welt gehen. Wir werden den Leuten zeigen, was hier passiert. Sucht euch einen Job und hört auf, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da werdet ihr mal einen anderen Blick auf das Leben und auf die Robbenjagd bekommen. Wenn ihr Arbeit hättet, würdet ihr das verdammt nochmal nicht tun. Das ist nur die Anruffrequenz. Over. Sie sagen es. Warum sollte man die Robbenjäger aufhalten wollen? Nun, während die einen gerne mit den Babyrobben kuscheln, gefällt es den anderen, den Jägern, in den Schädel einzuschlagen. Wir tun, was in unserer Macht steht, um dem Abschlachten ein Ende zu setzen. In einem Jahr besprühten wir die Robben mit einer für sie harmlosen Farbe, um ihr Fell für jeden außer ihnen selbst wertlos zu machen. Ich besprühe jetzt diese Robben, Mutter. Die Robben zu besprühen hat sich als wirksam erwiesen.